Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 13. Januar. Und auf dem Titel heißt es Putin Doppelpunkt Nord Stream 2 bis 2021 fertig. Merkel stellt sich erneut hinter das Pipeline-Projekt. Und an der Stelle möchte ich einfach mal anmerken, dass man hier den Legastheniker bei der BZ direkt bemerkt oder bei der AFP. Pipeline-Projekt ist mit Bindestrich geschrieben worden. Sowas ist abartig, das ist kein Deutsch. Spätestens daran merkt man, dass es eine scheiß Zeitung ist. Ich weiß auch nicht, wie man sowas auf den Titel so bringen kann. Moskau, Punkt. Bundeskanzlerin Angela Merkel in Klammern CDU und Russlands Präsident Wladimir Putin haben trotz der US-Sanktionen ihren Willen zur Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bekräftigt. Putin stellte am Samstag nach Gesprächen mit Merkel in Moskau eine Fertigstellung der Gaspipeline bis spätestens Anfang kommenden Jahres in Aussicht. Merkel sagte, die Bundesregierung halte das Vorhaben weiterhin für, Zitat, richtig, Zitat Ende. Warum? Ganz ehrlich, das ist hier kein Deutsch, das ist eine Krankheit. Die polnische Regierung äußerte dagegen scharfe Kritik an Nord Stream 2. Putin zeigte sich überzeugt, dass Russland die Pipeline wie angekündigt selbst fertigstellen werde. Er hoffe, dass die Arbeiten bis Ende 2020 oder Anfang 2021 abgeschlossen seien und die Pipeline in Betrieb genommen werde, sagte er. Auch Merkel stellte sich hinter das Projekt. Sie glaube, dass es möglich sei, das Vorhaben trotz der dagegen verhängten US-Sanktionen zu vollenden. Allerdings werde es dabei eine, Zitat, gewisse Verzögerung, Zitat Ende, geben, sagte die Kanzlerin. Die Bundesregierung halte die, Zitat, exterritorialen Sanktionen für nicht richtig, Zitat Ende, und unterstütze das Projekt deshalb auch weiterhin. AfP. Tschüss.